Entschuldige, darf ich? Ja, danke, danke. Kamel? Sie sagte mir, er hat ihr nur einen Kuss gegeben und sie fühlte sich einzigartig. Was hat Silvia geküsst, Mama? Ein Kamel? Halten Sie ihn zurück, bitte, ja? Also bitte nehmen Sie ihn weg. Tut mir leid, es ist zu spät. Deine Mutter ist schön. Ihr Haus ist sehr eindrucksvoll. Ja, bei uns ist alles eindrucksvoll. Es ist hübsch. Das ist meine Familie am Tag meiner Erstkommunion. Meine Verwandten sind alle etwas seltsam. Mama, langsam. Wieso hältst du dich nicht wie alle Mütter der Welt an die Verkehrsregeln? Mama, sieht Gott alles? Ich denke schon. Er ist Gott. Solange ich mich von dir und von dem Haus fernhalte, geht's mir bestens. Claudio, hör auf. Lass ihn doch reden. Was hast du gegen mich? Du warst doch diejenige, die nie wollte, dass wir Mama und Papa was sagen. Die Ärmsten würden sich nie von dem Schlag erholen. Ja, und was solltet ihr uns nicht sagen? Du hast keine Freundin. Bist immer unterwegs. Ich weiß nicht, was du machst. Du weißt gar nichts von mir. Heutzutage heiratet jeder. Sogar die Schwulen. Marco, was redest du denn da? Ein schöner Tag. Ich muss mich an alles erinnern. Ich darf nichts vergessen.